Wir starten auch direkt mit dem ersten Vortrag und freuen uns riesig, dass Herr Fernando von der Brand Trust GmbH hier ist und diesen Vortrag hält. Und genau, geht's los. So, das Mikro funktioniert offensichtlich. Schönen guten Morgen. Freut mich, dass Sie nach zwei anstrengenden Tagen doch so zahlreich erschienen sind. Ich weiß ja nicht, wie lange gestern auch die Nacht oder der Abend auch war, aber wie ich gehört habe, ist die große Party für heute Abend geplant. Also hoffe ich, dass Sie einigermaßen wach und frisch in diesen Tag starten können. Mein Name ist Colin Fernando. Ich bin seit 4 Jahren Unternehmensberater bei der Firma Brand Trust. Ich würde beginnen mit einem kurzen Vorstellung unseres Unternehmens, unserer Beratung und würde dann zum Hauptthema kommen, zum Thema Customer Relationship Management oder passend zu Ihrem Motto, wie Sie es vorher angekündigt haben, Relationship Matters. Dazu würde ich Ihnen aus unserer Erfahrung, aus unserer Beratungspraxis einige Thesen mitbringen, was es denn gilt zu beachten, damit Relationship wirklich zählt und Relationship wirklich auch eine Bedeutung, eine Wirkung bei Ihnen als Konsumenten, aber natürlich auch bei Mitarbeitern und bei angehenden CRM-Managern, wie Sie es sicherlich dann in der Zukunft sein werden, beachten müssen. Kurz zum Unternehmen. Wer sind wir? Was machen wir? Das sind wir, also das bin ich nicht alleine. Wir sind ca. 30 Berater, sind in Nürnberg stationiert, sind dabei absolut auf das Thema Markenführung und das Thema Marke fokussiert. Wir sind dabei die Größten und die Führenden im deutschsprachigen Raum. Das mag daher kommen, dass wir uns komplett fokussieren. Wir machen nichts anderes, als Unternehmen dabei zu beraten, ihre Marke zum Erfolg zu führen, ihre Marke so auszurichten, dass sie dafür die nötige Wertschätzung bekommen. Das heißt, wir selber machen keine Werbung, machen keine Agenturarbeit, machen keine Marktforschung, keine Bewertung wie Interbrand oder Millward Brown und machen auch kein Design. Wir konzentrieren uns bei unserer Beratungspraxis komplett auf das Herz des Unternehmens, auf die Marke und sind nicht die Chirurgen, die vielleicht irgendwo an der Oberfläche arbeiten, neue Kampagnen durchsetzen, neue Werbemaßnahmen durchsetzen, die dann nur dazu führen, dass sie vielleicht einen kurzfristigen Erfolg haben, sondern wir arbeiten daran, dass das Unternehmen an ihrem Herzstück arbeitet und zwar der eigenen Marke. Warum sind wir nur darauf fokussiert? Ich habe Ihnen dazu einige Beispiele mitgebracht. Starke Marken haben starke Grenzen, eine unserer Überzeugungen. Wenn Sie diese Sportler hier sehen, sehen Sie nur Sportler, die sich komplett auf ein Feld fokussiert haben. Was das bringt, können wir am Beispiel von Usain Bolt zum Beispiel sehen. Sie sehen hier Usain Bolt, der komplett darauf fokussiert ist, nur zu sprinten. 100 Meter, 200 Meter und Sie haben auf der anderen Seite Ashton Eaton, genauso ein Olympiasieger, genauso ein Weltmeister, der kann springen, der kann werfen, der kann auch relativ schnell laufen. Das Problem ist nur, der Marktwert von Usain Bolt liegt bei knapp 24 Millionen US-Dollar. Der Marktwert von Ashton Eaton bei nicht einmal 1 Million. Das ist der Unterschied, warum wir sagen, wir fokussieren uns nur auf ein einziges Thema. Dabei sind wir aber branchenübergreifend unterwegs, arbeiten in 11 sogenannten Industriekompetenzzentren. Ich selber bin dabei fokussiert auf das Thema B2B und Technologiemarken. Das heißt immer dann, wenn Marken das Problem haben, dass sie vielleicht ein herausforderndes, tolles Projekt produzieren, dafür aber noch nicht die nötige Wertschätzung bekommen. Genau in dem Moment kommen wir auch ins Spiel. Wir helfen Unternehmen dabei, ihre Marke und ihr Unternehmen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Wenn Sie sich jetzt überlegen, was Marke für Sie selber bedeutet, würden Sie vielleicht auch an Logos denken, an Kampagnen, an irgendwelche oberflächlichen Maßnahmen. Wir helfen aber Unternehmen dabei, ihre Marke, ihr Unternehmen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, eben gerade es nicht nur als Logo, als oberflächliches Stilelement zu sehen, sondern als wirkliches unternehmerisches Gut, als ein Managementinstrument. Dabei sind wir auf 4 Felder fokussiert. Marke hat immer was mit Führung zu tun. Marke muss in der Geschäftsleitung verankert sein. Genau in dem Bereich arbeiten wir auch. Marke hat immer was damit zu tun, sich zu positionieren, sich zu entscheiden, was man nicht tut und was man besser kann als alle anderen. Marke hat natürlich in unseren heutigen Zeiten etwas damit zu tun mit Wandel, mit Transformation, mit Change. Und Marke hat am Ende auch immer was damit zu tun, dass die Leistung letztendlich auch gemessen werden muss und klar sein muss, wie
man an der Marke gearbeitet hat und welche Wirkung darauf auch am Markt entsteht. Unsere Mission oder was uns dabei antreibt, ist, wie ich vorher schon gesagt habe, dass Sie in der Zukunft, wenn Sie in Markenunternehmen arbeiten, die nötige Wertschätzung für das bekommen, an dem Sie den ganzen Tag dran arbeiten, an dem Sie vielleicht mehr investieren als andere Unternehmen, dass Sie höhere Preise generieren, dass Sie letztendlich genauso wie Sie heute auch hier investieren, damit diese Veranstaltung hier funktioniert, dass Sie dafür die nötige Wertschätzung von Ihren eigenen Teilnehmern, aber natürlich auch von Unternehmen bekommen, dass Unternehmen Sie hier sponsern und unterstützen, dass diese Veranstaltung so läuft, wie sie vielleicht läuft. An solchen Themen arbeiten wir bei uns im Unternehmen. Dabei sind wir auf den deutschsprachigen Raum fokussiert. Wir haben unsere Büros interessanterweise in den lebenswertesten Städten Europas, wie zum Beispiel in Wien oder auch in Zürich. Unser Hauptsitz ist aber auch in Nürnberg. Und in Ljubljana sind wir auch noch. Ein neues Büro eröffnen wir in Kürze in Italien und wir sind weiter am Wachsen. Wenn wir mal nichts zu tun haben, dann machen wir es genauso wie die Professoren und schreiben mal ab und zu was. Jetzt geht mein Presenter nicht mehr. Genau, also machen wir es genauso wie die Professoren und schreiben ab und zu mal Bücher. Was für Sie als Teilnehmer heute und auch als angehende Markenmanager, als angehende Marketingmanager, als angehende CRM-Manager vielleicht wichtig ist und Sie vielleicht auch Interesse haben, bei uns mitzuarbeiten: Wir suchen nicht nach den Besten, wir suchen nach den Passendsten. Ja, für mich selber war das auch gar nicht so unerheblich, ich war nicht der beste Student. Da war ich ganz froh, dass ich mich bei Brandtrust damals bewerben konnte und sich da zum Glück keiner meine Noten angeschaut hat. Also für alle die, denen es ähnlich geht, können Sie mir einfach im Nachgang die Bewerbung gerne ohne Noten schicken. Und dann schauen wir mal, ob Sie trotzdem von uns oder zu uns am besten passen. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Zu Ihrem Motto, das Sie für diese Veranstaltung ausgerufen haben. Relationship matters. Die Frage, als ich mich auf diesen Vortrag vorbereitet habe, war eigentlich die Frage, ist es wirklich so? Zählt Relationship oder Beziehung, Kundenbeziehung, zählt das eigentlich in der heutigen Zeit irgendetwas? Wenn Sie sich überlegen, wie viele irrelevante Kundenkarten Sie in Ihrem Portemonnaie haben, ist das Beziehung, auf die wir heute Wert legen als Konsumenten? Wie oft haben Sie diesen Brief von Kabel Deutschland schon bekommen und ihn einfach direkt weggeschmissen? Unternehmen verstehen das unter Relationship, verstehen das unter Beziehung. Oder mein Lieblingsthema, wenn der nette Vodafone-Berater irgendwann anruft bei mir, wie oft haben Sie direkt aufgelegt und ihn abgewimmelt? Sind toll geschulte Berater, toll geschulte Sales-Leute, die dann wunderbar ihren Leitfaden abklappern. Ich lege da meistens so nach 15, 20, 30 Sekunden auf. Das heißt, um genau das zu vermeiden, damit Unternehmen es schaffen, dass Relationship wirklich zählt, dass eine Beziehung aufgebaut wird, wo Sie als Kunde sagen, ich bin gerne Kunde dieses Unternehmens, ich gehe gerne eine Beziehung mit diesem Unternehmen auf, glauben wir aus unserer Beratungspraxis, dass wirksames CRM immer mit wirksamem Markenmanagement beginnt. Und genau darum wird sich mein Vortrag auch handeln. Wie schaffen Sie es, durch eine starke Marke, durch wirksames, effektives Markenmanagement ein wirklich wirksames Customer Relationship Management aufzubauen. Dass Sie diese Ansätze mit in die Praxis nehmen. Aus der Theorie in die Praxis, wie Sie selber immer sagen, dass Sie diese Ansätze vielleicht in der Zukunft, vielleicht schon ab jetzt als Mitarbeiter oder Praktikant in Unternehmen, dass Sie diese Ansätze mitnehmen können. Damit dieses Thema aber funktioniert, dass also Customer Relationship Management wirklich wirksam ist, dass Markenmanagement auch wirklich wirksam ist, müssen Sie sich einigen Herausforderungen bewusst sein, die uns in der heutigen Zeit wirklich herausfordern. Das erste Thema ist, dass wir in einer Überflussgesellschaft leben. Es ist alles überall sofort zu haben. Wenn Sie morgen nach China reisen und Sie haben irgendwas vergessen, Sie können es sich nachschicken lassen und es ist spätestens in einem Tag da. Zalando beginnt jetzt 30 Minuten Lieferungen zu etablieren. Das heißt, Sie können innerhalb 30 Minuten Ihre Lieblingsschuhe, die Sie sich ausgesucht haben,
sofort in der Stadt, wo sie sind, bekommen. Überfluss gibt es auch im Automobilbusiness. Wenn Sie den Opel Adam haben, vielleicht fährt Ihnen hier einer von Ihnen oder hat sich den mal ausgesucht. Vielleicht haben Sie sich aber auch schwer getan, dabei letztendlich die wirkliche Variante auszusuchen. Weil Opel gibt Ihnen die Möglichkeit, zwischen 64.800 Varianten auszusuchen. Da müssen Sie sich erstmal überlegen, welche Farben hat der Türgriff, welche Farben hat die Naht in meinem Sitz, etc. Das Gleiche passiert Ihnen aber auch bei Starbucks, wenn Sie vor diesen berühmten Tafeln stehen. Bei Starbucks haben Sie 6.000 Möglichkeiten, einen Kaffee zu trinken. Es gibt sogar Statistiken, wo es über 81.000 Möglichkeiten gibt. Da glaube ich jetzt auch selber nicht dran. Aber 6.000 Möglichkeiten, einen Kaffee zu trinken. Wenn Sie das mal ausrechnen, könnten Sie letztendlich jeden Tag einen Kaffee trinken und bräuchten 16 Jahre, bis Sie jede Variante ausprobiert haben. Und dabei ist noch nicht dabei, dass Starbucks immer wieder die Idee hat, mal Marshmallow-Topping drauf zu machen, mal kommt Schokostreusel drauf. Das heißt also, im wirklichen realistischen Leben werden Sie es nie schaffen, alle Varianten von Starbucks auszuprobieren. Wenn Sie es doch tun, schreiben Sie mir bitte danach eine Mail, das würde mich mal interessieren. Das andere Problem bei diesem Variantenvielfalt, den wir haben, ist, dass tausende Markenbotschaften jeden Tag auf uns einprasseln. Was würden Sie schätzen, wie viele Markenkontaktpunkte haben Sie pro Tag? Ja, manche kennen es hier anscheinend schon, aber schätzen Sie mal ein paar Zahlen. Rufen Sie es mal einfach rein. 3.000? Ja, da hat jemand gespickt, glaube ich. Es sind in der Tat so circa 3.000. Oder kennt den Vortrag schon? Es sind 3.000 Markenkontakte pro Tag. Wenn Sie aufstehen, Ihre Zahnpasta, Ihr Kaffee, Ihre Zahnbürste und wenn Sie dann losfahren, vielleicht zur Arbeit oder in die Uni oder sonst wohin, vielleicht fahren Sie über die Autobahn, da fahren die ganze Zeit LKWs an Ihnen vorbei. Alle diese Marken wollen mit brutaler Gewalt in Ihren Kopf rein. Und wie viele von denen können Sie am Ende letztendlich erinnern? Was glauben Sie, wie viele Kontaktpunkte erinnern Sie im relevanten Feld am Ende des Tages? Wo ist die Kollegin mit den 3.000 Kontaktpunkten? Was würden Sie schätzen? Circa 50? Was glauben die anderen? 10? Es sind in der Tat 6 Stück. 6 Markenkontaktpunkte oder 6 Marken bleiben Ihnen wirklich relevant am Ende des Tages im Kopf. Heute wird es wahrscheinlich die Sparda-Bank sein. Das ist ganz positiv für die Sparda-Bank. Aber 3.000 Markenkontakte pro Tag. Daran sehen Sie, dass der Überfluss den Mangel abgelöst hat. Adblocking-Maschinen, ja, oder Adblocker auf Ihrem Computer verhindern, weil Sie einfach zu viele Kontaktpunkte haben. Sie können das letztendlich nicht mehr verarbeiten. Wir erinnern uns am Ende des Tages nicht mehr an die Marken, die mit uns da gesprochen haben. Und das Problem ist dabei eben, dass wir circa so aussehen. Wir sind grob, schlechtig und träge. Wir können ganz einfach einen Test machen. Verschränken Sie mal Ihre Arme. Und jetzt ändern Sie mal die Armhaltung. Machen Sie mal den anderen Arm nach oben. Fühlt sich ungewöhnlich an, ne? Das zeigt Ihnen die Trägheit. Wir hassen Veränderung. Wir wollen uns nicht verändern und wir hassen es, wenn irgendwelche Marken anfangen, sich zu verändern, ein neues Design zu etablieren, sodass Sie Ihre Marke letztendlich oder dass Sie Ihre Lieblingsmarke nicht mehr wiedererkennen. Das nächste Thema ist, dass die Digitalisierung natürlich noch alles verschlimmert. Wenn Sie in den 70er Jahren in einen Fernseher, viele von Ihnen haben es wahrscheinlich nicht gemacht, aber sagen wir mal, Ihre Eltern oder Ihre Großeltern, wenn die in den 70er Jahren vor einem Fernsehgeschäft standen, hatten die genau die Auswahl zwischen diesen zwei Fernsehern. Wenn Sie heute in einen Saturn gehen, haben Sie eine viel größere Auswahl. Und das Problem bei uns ist ja auch noch, wir haben ja heute alle ein Smartphone, das heißt, wir arbeiten eigentlich nur noch mit Apps. Und da gibt es dann immer die Apps, die uns eigentlich empfehlen, was wir eigentlich für eine App letztendlich nutzen wollen. Das ist eigentlich das Paradoxe daran, dass der Überfluss dazu führt, dass wir Apps brauchen, die uns wiederum Orientierung schaffen. Das heißt, statt Orientierung zu schaffen, wird die Komplexität letztendlich noch viel mehr erhöht. Und das andere Problem ist für uns als Konsumenten wiederum, unser Gedächtnis ist schon belegt. Unser Gedächtnis ist mit Marken belegt, die wir seit Ewigkeiten kaufen. Wir hassen es, wie gesagt, uns zu verändern, neue Marken zu nutzen, neue Beziehungen einzugehen. Nächste Herausforderung ist, dass es die typische Kundenreise nicht mehr gibt. Sie kennen wahrscheinlich aus Ihrem theoretischen Studium, diese typische Kundenreise, die dann aufgeteilt ist in Vorkaufphase, ich suche nach einem Produkt,
Nach der Kaufphase, also in dem Moment entscheide ich mich für das Produkt, ich kaufe es wirklich, und der typischen Nachkaufphase. In der früheren Theorie ging man davon aus, das sind so relativ getrennte Phasen. Ja, also ich suche, dann entscheide ich mich und am Ende ruft mich irgendwann nochmal jemand an, wollen Sie dieses Produkt nochmal kaufen? In Studien, die wir umgesetzt haben, haben wir aber herausgefunden und auch selber für uns nochmal bestätigt, dass es diese Kundenreise nicht mehr gibt. Das ist eine Kundenreise bei IKEA. Alles ist vernetzt. Sie beginnen vielleicht mit dem Katalog, gehen dann irgendwie über die Kundenkarte, sind dann Kaufhaus und in dem Moment gehen sie wieder zurück auf die Mobile-App, wollen Informationen über online finden, vielleicht einen Preisvergleich machen, schauen, ob das Produkt irgendwo anders erhältlich ist. Das heißt, diese typische Kundenreise, dass alles nacheinander abläuft, gibt es nicht mehr. Und da müssen wir uns natürlich die Frage stellen, was hat das für einen Einfluss auf das CRM, auf das Beziehungsmanagement von Marken? Eine weitere Herausforderung ist, dass Markenmanager, also Sie vielleicht in der Zukunft auch, die Markenführung immer mehr zum Oberflächenmanagement verkommen lassen. Ich habe Ihnen da mal ein Beispiel mitgebracht. Ich weiß nicht, wo Sie jetzt übernachtet haben in den letzten Tagen, aber das ist mal eine Kampagne von der Firma Novotel oder von dem Hotel Novotel. Hat da schon mal jemand übernachtet? Da hinten, ja. Sah das so aus? Nee? Also hatten Sie eine Robbe im Zimmer? Hoffentlich nicht, ja. Das ist eine Kampagne aus dem Jahr 2006. Neuer CEO beginnt. Was macht er natürlich? Ja, wir müssen jetzt erstmal Bekanntheit erhöhen. Wir müssen jetzt erstmal eine neue Kampagne etablieren. Ja, wir müssen irgendwie wieder einen Kontaktpunkt etablieren. Wir müssen ja irgendwie in die Köpfe der Kunden reinkommen. Machen wir doch ein schönes Bild. Hier hinten die Skyline von London. Wie gesagt, die schöne Robbe, schönes Zimmer. Unten steht irgendwas von Geräumigkeit und so weiter. Und dann gehen Sie vielleicht nach Fürth, in der Nähe von Nürnberg, und haben so ein Bild. Was passiert da bei Ihnen als Konsumenten? Was glauben Sie? Sie sind enttäuscht. Was noch? Bitte? Tiefer Hass. Okay. Ich kann das nachvollziehen. Wenn Sie da hingehen, angezogen von so einer schönen Kampagne, und dann kommen Sie da an und sitzen in so einem Frühstücksraum hier unten rechts. Aber was noch? Was passiert da noch bei Ihnen? Unglaubwürdigkeit, sehr gut. Empörung. Aber was tun Sie, wenn Sie Ihr Smartphone dabei haben? Was tun Sie sofort? Beschweren? Und Sie schicken es natürlich, ich habe es jetzt schon gehört, Sie schicken es natürlich sofort per WhatsApp an all Ihre Freunde. Ja? Fotos aus dem Hotelzimmer. Die Ratio war 2000, 1:12. Ein negatives Erlebnis erzählen Sie 12 anderen Konsumenten. Heutzutage mit WhatsApp, Hotelcheck und all so Geschichten ist die Ratio auf ca. 1:33 gestiegen. Das heißt also, eine negative Erfahrung erzählen Sie 33 anderen Konsumenten oder Freunden. Die Frage ist nur, warum geben Unternehmen so viel Geld aus für eine Kampagne, damit am Ende sie empört sind, sie tiefen Hass spüren, sie sich beschweren oder das Ganze über WhatsApp verteilen. Warum tun Unternehmen das? Weil sie keine Ahnung haben, ganz genau. Ja. Nein. Das Hotel Novotel hat natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wenn hier einige von Ihnen schon dort übernachtet haben. Das Novotel ist immer in der Nähe des Bahnhofs, immer in der Nähe der Messe, der Flughäfen. Warum vermitteln Sie nicht in diesen tollen Kampagnen, dass Sie solche Vorteile haben, dass Sie auch nicht sehr, sehr hoch, also im hochpreisigen Segment sind? Und das Schlimme daran ist ja auch, wenn Sie dann nochmal überlegen, was passiert denn eigentlich mit den Umsatzzahlen des Unternehmens, wenn Sie diese Kampagne sehen und man, sage ich mal, nach 6 Monaten ein Tracking macht. Was passiert mit den Umsatzzahlen? Ja, also wir haben die Kampagne. Sie fühlen sich davon angezogen als Kunde? Ja, kurzfristige Steigerung. Ganz genau, kurzfristige Steigerung. Und dann nach so 1,5 Jahren macht man vielleicht das nächste Tracking und dann sieht man auf einmal, weil die Leute es negativ weiterempfohlen haben, weil sie nicht wiederkommen, sieht man auf einmal, dass die Umsatzzahlen sinken. Und wer ist dann schuld? Dann ist der Wettbewerb schuld, dann sind die Kunden schuld, die sich verändern.
Da ist immer irgendjemand anders schuld, aber nicht das Unternehmen, das sich nicht auf seine eigenen Leistungen konzentriert hat und nicht angefangen hat, seine eigenen Leistungen zu kommunizieren. Anderes Beispiel, wo die Kampagnendenke stärker ist als das, was man eigentlich mit der Marke vermitteln sollte, und zwar seine eigene Haltung, seine eigene Leistung. Kennen Sie den Claim von BMW? Slogan? Freude am Fahren. Wie lange gibt es den schon, glauben Sie? Von Anfang an? Was würden andere sagen? Sagen Sie mal eine Jahreszahl. 2 Jahre. Es ist seit 1969. Sehen Sie jetzt hier gerade schlecht? Seit 1969 hat BMW diesen Slogan. Gehen wir mal auf Audi. Vorsprung durch Technik. Wie lange gibt es den? 2007 eingeführt. Pustekuchen. 1971. Gehen wir mal zu Opel. Opel hat sich dann 1990 gedacht, wenn BMW doch seit Ewigkeiten Freude am Fahren macht, Audi Vorsprung durch Technik, machen wir bei Opel doch einfach das Beste daraus und sagen Freude durch Technik. 4 Jahre später, wir haben verstanden, das hat irgendwie nicht funktioniert. 2002, frisches Denken für bessere Autos. Entdecke doch bitte Opel 2007. Und dann 2009, in der größten Krise des Unternehmens, da hing das Unternehmen am Tropf. Sagen Sie, wir leben aber immer noch Autos, ja? Und dann 2014, das kennen Sie ja selber alle, umparken im Kopf. Da sehen Sie den Unterschied zwischen Kampagnendenke und dazwischen, dass die eigene Marke als Haltung, als eigenes Managementinstrument zu sehen. Die letzte Herausforderung, die Sie sich als CRM-Manager und Brandmanager in der Zukunft bewusst sein müssen, ist, dass wir in der sogenannten VUCA-Blase leben. VUCA steht für Volatility, Uncertainty, Complexity und Widersprüchlichkeit. Das Wort sage ich nicht auf Englisch. Also Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ungewissheit prägen unsere Zeit. Wenn Sie jetzt Ihren Karriereplan haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass Sie den nicht umsetzen werden, weil Sie in diesen unsicheren Zeiten leben. Wenn Sie jetzt sagen, ja, ich mache 5 Jahre Beratung, dann gehe ich ins Unternehmen und dann starte ich mein eigenes Unternehmen. Ich bin mir relativ sicher, und auch da können Sie mir eine Mail schreiben, dass Sie diesen Karriereplan in der Form nicht umsetzen werden. Auch dessen müssen Sie sich bewusst sein. Letztendlich suchen wir in diesen unsicheren Zeiten als Konsumenten und Mitarbeitern nach einem Haltegriff und nach irgendwas, was uns Orientierung gibt. Und das Schöne daran ist, wenn Marken gut geführt sind, wenn Marken gut gemanagt sind, können Marken diese Orientierung stiften und der Vertrauensanker in dieser unsicheren Zeit, in dieser Zeit sein, wo sie tausende Kontaktpunkte am Tag haben und eigentlich mit gar keinem Unternehmen so wirklich eine Beziehung aufbauen wollen. Gemessen unter diesen Herausforderungen, welche Rolle muss CRM in diesen Tagen also einnehmen? Aus Markensicht, aus Markenmanagementsicht haben wir da eine ganz klare Definition. Markenzentriertes CRM bezeichnet das Management des Markenerlebnisses, um kundenspezifischen Wert zu schaffen und dadurch die Kundenbindung zu erhöhen. In dem Moment, wo Sie sich von der Marke angezogen fühlen, wenn Sie sagen, ja, diese Kampagne war toll, ich gehe gerne dahin, ich bleibe auch bei dem Unternehmen, weil es mir vielleicht irgendeinen Wert geschaffen hat, der für mich wirklich von Vorteil war, bleiben Sie bei diesem Unternehmen und sagen, immer dann, wenn der mich anruft, mit dem telefoniere ich gerne. Wenn ich einen Brief von denen bekomme, den lese ich auch und handle vielleicht danach auch. In dem Moment, wo für Sie ein kundenspezifischer Wert entsteht, bleiben Sie als Kunden auch wirklich treu und loyal. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellen, was müssen wir da eigentlich dafür tun? Wenn Sie jetzt in die Praxis starten, irgendwann nach Ihrer Versammlung heute, was müssen Sie dabei eigentlich beachten? Wie können Sie das erreichen? Und dafür habe ich Ihnen 5 Thesen aus unserer Beratungspraxis mitgebracht. Das erste ist, es geht um Anziehen und nicht um Penetration. Es geht eben nicht darum, anzurufen, irgendwelche Briefe zu schreiben, ständige Mails oder Newsletter zu verteilen, sondern es geht darum, Sie als Kunden wirklich anzuziehen. Aber wie schafft man das als Unternehmen? Für Marken ist es die wichtigste Voraussetzung, und es gibt keine einzige Marke auf der Welt, die erfolgreich ist, die keine Spitzenleistung erbringt. Deswegen beginnen wir bei unserer Beratungspraxis immer unten bei dem Eisberg, immer bei den Spitzenleistungen. Wir finden heraus, was das Unternehmen auszeichnet, was es dann an der Oberfläche gerne durch Stilelemente, gerne durchs Logo, gerne durch Farben, gerne durch Kampagnen umsetzen und vermitteln kann. Aber wenn Sie keine Spitzenleistung in einem Unternehmen erbringen, sind Sie auch keine erfolgreiche Marke. Wenn Sie diese Spitzenleistung dann immer in konstanter und hoher Qualität erbringen, passiert etwas, dass wir
damit übersetzen, dass aus diesen Spitzenleistungen Werte werden. Also konstant erbrachte Leistungen führen dazu, dass Unternehmen einen Wert besetzen können, den sie dann auch nicht mehr verlieren können, wenn sie immer die Leistung dahinter bringen. Einfaches Beispiel, wenn ich Sie jetzt frage, oder wenn ich Ihnen sage, Hyundai bringt einen neuen Supersportwagen raus, Porsche tut das ja auch, bei wem würden Sie es eher kaufen, bei Porsche oder bei Hyundai? Bei Porsche, ganz genau. Und wenn ich Sie jetzt frage, Luxuslimousinen, würden Sie den eher bei Mercedes oder bei VW kaufen? Mercedes natürlich. Die Frage ist nur, warum gibt es dann den Phaeton? Dieses Auto ist unter der Marke VW nicht glaubwürdig. Nicht, weil es kein tolles Produkt ist. Es hat tolle Bewertungen, es ist ein tolles Produkt. Aber unter der Marke VW ist es nicht glaubwürdig, weil sie keine konstant über einen langen Zeitraum erbrachten Spitzenleistungen haben, dass sie dann ermöglicht werden, dass sie diesen Wert besetzen. Ganz anders als Mercedes. Mercedes hat über Jahrzehnte hat diese Luxusklasse eigentlich sogar erfunden. Und das sehen Sie heutzutage an den Verkaufszahlen bei Mercedes. Die sind der Segmentführer vor BMW, vor Audi in diesem Bereich. Gehen Sie mal nach China, wie viele S-Klassen Sie dort sehen. Das ist letztendlich der Unterschied zwischen Mercedes und VW. Leistungsvermittlung und dadurch dann Werte zu besetzen, ist aber kein Selbstzweck. Die andere Frage, die Sie sich natürlich als Marketing-Experten ja auch fragen müssen, ist, ob Sie noch an Zielgruppen glauben. Wenn Sie irgendwie so diese demografischen Werte hier sehen, also wir haben jetzt mal hier Konsument 1, der ist männlich, 1948 geboren, in Großbritannien aufgewachsen, verheiratet, verdient ganz gut Geld. Auf der anderen Seite haben wir genau den gleichen Konsumenten. Der linke ist Prinz Charles und der rechte ist Ozzy Osbourne. Wollen Sie mir jetzt erzählen, dass Sie diese beiden Konsumenten mit dem, also wenn Sie die unter so einer Käseglocke versammeln und sagen, das sind doch die gleichen demografischen Merkmale, die interessieren sich auch definitiv für unser Produkt, würde ich Ihnen in dem Moment jetzt nicht ganz abnehmen. Und zwar gibt es da ein soziologisches Phänomen, das uns dazu führt, dass wir eben nicht mehr an Zielgruppen glauben. Menschen ziehen Menschen über ihre Werte an. Gehen Sie mal in Ihren Freundeskreis, auch in Ihre Familien, schauen Sie mal an, mit welchen Freunden Sie vielleicht schon seit Ewigkeiten befreundet sind, ja, so die typischen Sandkastenfreunde. Sie und Ihren Sandkastenfreund verbinden ein gleiches oder ähnliches Werteset. Das heißt, Sie ziehen Ihre Freunde, Ihre Kollegen aufgrund Ihres Wertesystems an. Und genau das Gleiche passiert bei Marken auch. In dem Moment, wo Marken es schaffen, Werte zu vermitteln, werden Sie als Konsumenten angezogen und sind daran interessiert, eine wirkliche Beziehung mit diesem Unternehmen einzugehen. Ich möchte Ihnen dazu nur kurz eine Definition von Marken bringen, die das auf den Punkt bringt. Und zwar sagen wir, dass Marken letztendlich der verdichtete Ausdruck spezifischer Spitzenleistungen sind. Das heißt, Sie brauchen, wie ich gesagt habe, Spitzenleistungen, die spezifisch sind für das Unternehmen und Sie müssen sie dann noch verdichtet zum Ausdruck bringen. Dann wird so aus so einem Kohlenstoffhaufen ein wirklicher Diamant. Wenn Sie es schaffen, Ihre Werte und Ihre Leistung letztendlich so zu vermitteln, werden Sie Fans haben. Vielleicht sind Sie auch Fan einer Marke, vielleicht haben Sie auch eine Lieblingsmarke. Und letztendlich heißt Customer Relationship Management aus unserer Sicht, aus unserer Beratungspraxis immer auch seine Fans zu managen. Und mit Fans meinen wir jetzt nicht die Facebook-Fans oder die fanatischen Fußballfans oder sonst was, sondern wir meinen Konsumenten, die sich von den Werten des Unternehmens so sehr angezogen fühlen, dass sie das weitergeben, dass sie weiterempfehlen, dass sie mit anderen Konsumenten darüber reden, dass sie erzählen, ja, ich hatte ein tolles Markenerlebnis bei diesem Unternehmen. Darüber reden wir bei Fans. Und es gibt ein paar Beispiele, wie zum Beispiel den Thermomix. Kennen Sie vielleicht? Hat den jemand zu Hause? Wow, sehr gut. Ich bin mal gespannt, ich frage Sie jetzt nicht jeden Einzelnen, aber wie Sie den gekauft haben, wie der Ihnen vor allen Dingen verkauft war. Vorweg, also der Produzent dieses Unternehmens ist ja dafür bekannt, dass Sie früher an die Tür kamen und Staubsauger verkauft haben. Beim Thermomix gehen Sie einen anderen Weg, da gehen Sie den Weg über die Fans. Sie nutzen Nutzer, Hausfrauen, Mütter, die dieses Produkt gerne nutzen und begeistert sind, um zu wachsen. Das heißt, Thermomix nutzt einfach seine Fans als Verkäufer. Die kriegen dann eine Provision etc. Aber das ist ja viel glaubwürdiger, als wenn es über einen Verkäufer kommt, der dann vor ihrer Tür steht und sagt, wollen Sie das kaufen? Ja?
Anderes Beispiel, Kunde von uns, W.L. Gore mit dem Produkt Gore-Tex oder der Ingredient Brand, die ihre Fans dazu nutzen, ihre eigenen Produkte zu innovieren, eigene neue Innovationen zu kreieren, die es vorher noch nicht gab. Oder Pampers, Procter & Gamble, die nutzen einfach die Leidtragenden in dem Fall, um Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Also die haben das Pampers Village entwickelt, wo Mütter sich darüber austauschen, welche Probleme sie eben mit Pampers haben und wie sie die auch noch verbessern können oder Probleme wirklich gelöst werden können. Dritte These, erfolgreiches CRM sind Softwarelösungen. Natürlich nicht. Sondern erfolgreiches CRM bedeutet spezifische Beziehungspflege. Eine der erfolgreichsten Marken der Welt, Harley-Davidson, macht das auf ganz besondere Weise. Harley-Davidson sammelt eben keine Kundendaten und schickt denen dann irgendwelche Kataloge und Briefe und Anrufe oder sonst was. Die fahren einfach 280 Tage, also die Sales-Leute dort fahren einfach 280 Tage mit den Fans um die Welt. Fragen sie nach ihren Bedürfnissen. Fragen sie danach, was sie sich vielleicht von der Marke hoffen und wünschen. Das ist CRM, abseits von irgendwelchen Datenlösungen, von irgendwelchen tollen systematischen Softwarelösungen, wo sie vielleicht ihre Kunden sammeln können, die sich aber letztendlich für irgendwelche Werbebotschaften von ihnen gar nicht interessieren. Oder Zappos, kennen viele durch Zalando, weil Zappos das Vorbild von Zalando war in dem Fall, die es schaffen oder einen wirklichen Kundenservice etabliert haben, statt ein Callcenter zu haben. Wenn sie dort als amerikanischer Konsument anrufen, sind die Leute so geschult, dass sie ihnen wirklich helfen. Und nicht nur einfach sagen, ja, okay, da muss ich jetzt mal noch jemanden fragen, ich rufe sie später zurück. Da wird ihnen wirklich letztendlich weitergeholfen, da werden sie als Konsument wirklich unterstützt. Vierte These, Digitalisierung intensiviert die Kundenbeziehung. Ich habe vorher gesagt, dass Digitalisierung ein großes Problem ist für uns als Konsumenten, für uns als Markenmanager, für uns als CRM-Manager in der Zukunft. Wenn Sie das Thema Digitalisierung aber wirklich gut verstehen und verstehen, wie Sie dafür für den Kunden einen Vorteil schaffen können, entstehen daraus natürlich wiederum Kundenbeziehungen, die einen Wert fürs Unternehmen und für den Kunden gleichermaßen haben. Beispiel Black Sox. Kennt das jemand? Black Sox hat sich eigentlich einfach hat sich als Mission gemacht, dass sie als Kunde erstens nie mal wieder kaputte Socken haben. Ja, Männer kennen das Problem. Und dass sie nie mehr Socken auch sortieren müssen. Ich weiß nicht, ob dann Frauen eher das Problem des Sortierens kennen in dem Fall, aber. Black Sox hat einen RFID-Chip in seinen Socken integriert. Sie kriegen dann ein Instrument, mit dem sie dann die Socke praktisch scannen können. Dann finden sie immer das richtige Paar. Also das heißt, sie ziehen auch nie wieder irgendwelche falschen Socken oder falschen Füßen an. Und sie finden natürlich automatisch immer das Paar. Ich weiß, es klingt jetzt noch etwas komisch. Das Unternehmen ist aber damit wirklich erfolgreich. Ja, spätestens dann, wenn Sie ins Berufsleben starten und das Problem mit den schwarzen Socken haben, werden Sie mal überlegen, ob Sie da investieren. Das gleiche Thema, ja, WGs, Ihre Wohngemeinschaft. Also das Problem mit Bounty, also der Küchenrolle, ist doch auch hier relativ relevant, oder? Küchenrolle sind in WGs immer alle. Mit Amazon Dash haben Sie die Möglichkeit, dass Sie so ein Dash in der Küche integrieren, einfach hinhängen, hinkleben. Mit einem Knopf Amazon sagen, unsere Küchenrolle neigt sich dem Ende zu. Schicken Sie mir doch bitte eine neue Küchenrolle. Durch solche digitalen Möglichkeiten intensiviert oder bauen diese Unternehmen überhaupt Kundenbeziehungen auf. Und die letzte These, die beste Kundenbindung entsteht durch ein etabliertes Ökosystem. Ein Ökosystem, das gleichermaßen geliebt und verhasst ist bei vielen, ist das Ökosystem von Apple. Apple hat durch seine Produkte ein perfekt synchronisiertes Ökosystem geschaffen, aus dem sie gar nicht mehr ausbrechen teilweise können, das ist das Negative, aber auch nicht wollen. Es gibt immer mal so Kunden oder Freunde, die ich auch kenne, die von Apple zu Samsung wechseln. Wäre mir viel zu anstrengend. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Aber das ist doch das Anstrengendste, was es gibt, von Apple zu einem anderen Produkt zu wechseln, zu einer anderen Software, zu einem anderen Betriebssystem. Apple, durch diese perfekte Synchronisation zwischen den Produkten, schafft es, dass sie eigentlich gar keine Wechselbereitschaft mehr haben.
Also wenn mich jetzt jemand anruft und ich bin an einem WLAN, dann klingelt mein iPad, mein Computer und zwei Handys. Also das ist dann das Ökosystem oder wenn man so will, auch das die negative Seite des Ökosystems. Andererseits bietet es mir natürlich auch Vorteile, so dass ich letztendlich, wie gesagt, aus diesem Ökosystem, aus dieser Kundenbeziehung gar nicht mehr ausbrechen will. Ein anderes Beispiel aus einer anderen Branche ist BMW. Auch BMW arbeitet gerade daran, ein Ökosystem zu etablieren. Das heißt, dass sie sich von einem Automobilhersteller wandeln zu einem Mobilitätshersteller oder Dienstleister. Ja, wir haben hier hinten irgendwo Car2Go, also das heißt DriveNow ist hier so der größte Konkurrent von Car2Go. BMW macht das aber auch zum Beispiel über mobile Services, dass die ihnen einen Parkplatz suchen in der Stadt. Ja, das Schlimmste daran, wenn sie mit dem Auto unterwegs ist in der Stadt, dass sie keinen Parkplatz finden. BMW versucht durch eine Etablierung dieses Ökosystems, dass sie als Kunde den BMW fahren, dann vielleicht in einer anderen Stadt, wo sie ihr Auto nicht haben, dann vielleicht zu DriveNow gehen, das Auto nutzen und dass ihnen dann auch noch ein Parkplatz angeboten wird und gesucht wird. Die haben auch noch andere Systeme, wo sie ihnen Informationen über ihre Stadt geben. Wo ist die nächste Party? Wo ist das beste Restaurant? Wo können sie vielleicht gut Sport machen? Diese Informationen gibt den BMW innerhalb dieses Ökosystems auch. Das heißt, sie versuchen also eine Kundenbindung aufzubauen, aus der sie nicht mehr auszubrechen oder nicht mehr ausbrechen wollen, wo sie einfach diesem Unternehmen, dieser Marke treu bleiben. Das heißt, um zum Ende des Vortrags zu kommen, was müssen Sie als angehende CRM-Manager, als angehende Markenmanager beachten? Es geht immer darum, Spitzenleistung zu schaffen. Spitzenleistung zu schaffen, zu vermitteln und zu etablieren. Dass Ihnen diese Leistung als Marke, also als Marke letztendlich immer geglaubt wird und mit Ihrer Marke auch wirklich verbunden wird. Es geht dann in zweiter Linie darum, Spezifik zu haben. Ja, denken Sie an Harley-Davidson. Diese Marke ist so erfolgreich, weil sie es schafft, spezifische Leistungen und spezifische Beziehungen aufzubauen. Eben nicht so wie Kabel Deutschland, eben nicht so wie Vodafone. Eben nicht so wie all diese 1000 Kundenkarten, die sie in ihrem Portemonnaie haben, dass sie versuchen, irgendwie eine Beziehung aufzunehmen, an der sie eigentlich gar nicht interessiert sein. Da geht es dann letztendlich darum, Spezifik zu etablieren in ihren Leistungen, in ihrer Art der Kundenbindung. Und das letzte Thema ist natürlich Vertrauen. Dass Sie als Markenmanager, als CRM-Manager das Vertrauen des Kunden nicht missbrauchen, so wie es Novotel halt getan hat. Kampagne veröffentlichen, kommt doch bitte zu mir und dann Sie enttäuschen, tiefen Hass auszulösen bei Ihnen, sondern so, dass Sie als Kunde auch wirklich der Marke vertrauen und in dieser unsicheren Zeit und in diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir uns bewegen, dass Sie als Kunde wirklich ein Interesse haben, eine Beziehung mit dieser Marke einzugehen. Wenn Sie diese drei Geheimnisse, abgeleitet aus den Thesen, beachten als CRM-Managern, würde ich sagen, dass Sie es schaffen, dass Relationship wirklich zählt für Sie als Kunde, aber auch für Sie als zukünftiger Mitarbeiter. Vielen Dank.